geht alles von meiner Zeit ab. Ich habe einen super kurzen Text mitgebracht über Geschäftsideen. Ich habe häufig sehr gute Geschäftsideen, vor allem im Vergleich mit anderen Leuten. Es gibt ja diese Fernsehsendung, wo Menschen ihre Geschäftsidee präsentieren können. Und da war neulich eine Frau, deren Geschäftsidee war Brotaufstrich. Und ich will keine Spaßbremse sein, aber Brotaufstrich gibt es schon. Mein Ziel ist es, Geschäftsideen zu entwickeln, die es noch nicht gibt. Und ich dachte, ich nutze das für einen kleinen Pitch. Einige von Ihnen sehen solvent aus. Also wenn Sie Kapital haben, was Sie loswerden wollen, wir finden eine Lösung. Meine erste Geschäftsidee trägt den einprägsamen Namen Klettbaby. Kennen Sie das auch? Ständig fällt Ihnen Ihr Baby runter und dann heult es? Wie angenehm wäre es, wenn Sie Ihr Baby einfach irgendwo ablegen könnten und wüssten, hier ist es sicher. Da kommt Klettbaby ins Spiel. Klettbaby ist ein einzigartiges System, das auf einem hautengen Overall mit stark haftender Klettoberfläche basiert. Der Overall ist in allen handelsüblichen Größen von Babygröße 56 bis Erwachsenengröße 5XL erhältlich. Sie können sich also Ihr Baby einfach irgendwo an den Körper kletten und haben beide Hände frei zum Arbeiten. Das modulare System ist unbegrenzt erweiterbar. So wäre es möglich, der kaufkräftigen Kundschaft ständig neue Angebote aus der Klett-Baby-Produktwelt zu machen. Klett-Bettchen, Klett-Kissen und Klett-Decke sorgen dafür, dass Ihr Liebling immer gut zugedeckt ist und verhindern ganz nebenbei ein ungewolltes Verlassen des Bettes. Mit Klett-Stuhl sorgen Sie für Harmonie am Frühstückstisch. Baby sitzt brav auf seinem Stühlchen und wartet darauf, dass einer der Erwachsenen es herunterpflückt. Im Kindergarten müssen Sie sich Klagen über das Verhalten Ihres Sprösslings anhören. Das ist nun vorbei. Mit dem praktischen Klett-Teppichmodul bleibt Ihr Nachwuchs an der Stelle liegen, wo er abgelegt wurde, und starrt geduldig auf eines der lehrreichen Klett-Spiele, bei denen praktischerweise auch nie Teile verloren gehen. Bei dauerhafter Nutzung des Klett-Baby-Systems kann es zu leichten Einbußen im Hinblick auf Körperspannung und Gleichgewichtssinn kommen. Dies ist jedoch ganz im Sinne des Erfinders, der mit Angeboten wie Klett-Motorroller, Klett-Autositz und Klett-Bürostuhl ein Angebot für die heranwachsende Generation muskulär beeinträchtigter Klett-Konsumenten geschaffen hat. Als ich diese Geschäftsidee einigen Menschen vorgetragen habe, die selber Kinder haben, wurde deutlich, dass das Konzept noch optimierungsbedürftig ist, da sich viele Leute mit ihren Kindern emotional verbunden fühlen. Es galt also, die Idee auf eine Personengruppe zu übertragen, die nicht niedlich aussieht, keine Lobby hat und für die sich keiner mehr Mühe gibt. Bäm, Klettrentner. Wenn die Pflegeheime erst einmal flächendeckend mit Klett ausgestattet sind, dann wird es niemanden mehr stören, dass der Betreuungsschlüssel im deutschen Pflegesystem eine Zumutung ist. Ganz im Gegenteil, man könnte noch viel mehr Personal einsparen. Jeder liegt in seinem Klettbett, die Fernbedienung an den Arm geklettet, und wartet darauf, dass der Pfleger beim Umsteigen in den Klettrollstuhl hilft. Allerdings habe ich das mal durchgerechnet und man bräuchte eine ganze Menge Klett. Deswegen habe ich mir gedacht, ich entwickle eine App. Apps sind die Zukunft. Sie verursachen keine Material- oder Lagerkosten und versprechen somit eine optimale Gewinnspanne. Besonders erfolgreich sind Apps, die unterschiedliche Bedürfnisse zusammenbringen. Daher meine neue Idee, die Pyro-App. Kennen Sie das auch? Sie haben ein Haus und möchten es loswerden? Oder Sie sind Pyromane und suchen ein Haus, das Sie anstecken können? Oder Sie sind schaulustig und fragen sich, wo es in Ihrer Umgebung ein munteres Feuerchen gibt? Pyro-App bringt Sie alle zusammen. Entdecken Sie spannende Brände in Ihrer Nachbarschaft. Alle 11 Minuten verbrennt ein Haus über Pyro-App. Dankeschön. Und wir sind hier in Hildewachers. Und wir müssen die Spielshow der Klettergarten.